Moin Moin Leute, heute machen wir mal was Besonderes. Ich bin der Nico von Impossible Games. Ich bin die Anja. Und ja, das war so schnell. Nee, wir machen mal ein How-to-Draw-Tuner, damit ihr, falls ihr den mal selber zeichnen wollt, zeigen wir euch mal, wie das geht, weil ich würde gerne auf unsere Website impossiblegames.de auch ein bisschen Fanart hochladen können. Und deswegen zeigen wir euch, wie das geht, damit ihr Fanart macht und ich die hochladen kann. Und ich habe auch schon einen Plan, wie das geht. Wie wirst du die Sache angehen? Hast du da schon Gedanken gemacht? Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Ich mache das ganz einfach. Das ist nämlich so, Zeichnen, das ist ja einfach Fantasie, ne? Das ist ja Kunst und so. Und normalerweise, so als Kind konnte ich immer richtig gut zeichnen, indem ich abpausen konnte, ne? Habe ich einfach mal so ein Bild genommen, hab ich abgepaust. Später wird man ein bisschen so ein cleverer, nimmt irgendwie einen Leuchttisch oder macht so Licht unten durch, damit man das noch besser abpausen kann oder geht ans Fenster während der Klausur. Das geht alles. Aber mittlerweile weiß ich, es geht mit der Fantasie. Ich muss eigentlich nur, ne, so auf mein Blatt gucken und mir dieses Bild genau vorstellen. Und wenn ich dann sehe, da ist die fucking Mona Lisa auf meinem Blatt, so, ich habe sie jetzt fokussiert, muss ich sie eigentlich nur, muss ich sie abpausen. Das ist die Technik. Und ich denke, so gehen die berühmten Maler auch drin vor, ne? Auf jeden Fall. So Rembrandt oder so hat sich halt zwei Leute da hingesetzt, die er dann abgezeichnet hat, weil die sich nicht vorstellen konnte. Ich kann das, ich sehe jetzt Tuna direkt auf meinem Blatt und ich werde ihn einmal abpausen. Das ist meine Taktik. Und dann geht's los, oder? Tu das, Judas. Ja, dann beginnen wir mal. Und zwar, bei Tuna fange ich grundsätzlich erstmal mit dem Kopf an, also mit der groben Kopfform. Die kann man sich ungefähr so vorstellen, ja, wie ein Rechteck, bloß dass unten halt so ein Stück weiter auseinander ist als oben und halt die Ecken abgerundet sind. So, ich weiß, er hat eine Schnauze. Er hat so ein Dreieck. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Otter. Egal, ich mal einen hübschen Otter. Was machst du? Ja, wenn ich die grobe Kopfform habe, fange ich erstmal an, hier seine Härchen an den Backen quasi zu zeichnen. Da mache ich erstmal mit weiter, so quasi. Genau das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Wenn ich das soweit habe, und, achso, ja, stimmt, seine Kopfhaare fehlen ja noch. Huch. Die sind natürlich immer nach rechts, er hat immer Sturm, Frisur nach rechts hin. Dann fange ich an mit den Ohren, er hat natürlich so schlapsige Ohren, die hängen so schön runter. Und dann fange ich erstmal mit dem oberen Teil des Ohrs quasi an. Dann fange ich an mit der Ohrmuschel. Die ist so leicht gewellt, wollte ich schon sagen. So schwungvoll. Die geht dann hier runter bis zu den Backenborsten quasi. Ja, das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Also ich bin schon bei den Hörnern. Das ist hier kein Wettrennen. Man sieht aus wie ein verrückter Professor. Ja, wenn ich das dann soweit fertig habe, dann mache ich die Haare in den Ohren, die da so rausgeguckt kommen. Und dann achte ich darauf, das sind drei Haare quasi. Das oberste Haar ist so nach oben gewölbt und die anderen beiden nach unten. Komm nicht bei mir. Das darfst du erst sehen, wenn es fertig ist. Guck, wenn du das richtig machst. Ja. Warum sehen deine Linien viel glatter aus? Du hast den besseren. Lass uns Stifte tauschen. Nein, das sind exakt die gleichen. Ja, dann kommt ein Teil, den ich ganz gerne mal vergesse, und zwar seine Hörner. Und zwar da so kleine Babyhörnchen. Ha, die hat meiner schon. Und dann kommt die Schnauze, was halt ein bisschen kritisch ist, weil dadurch kann er auch gerne mal aussehen wie ein Hund statt wie eine Katze. Ja, halt gucken, dass es nicht zu schräg nach unten geht, sondern relativ gerade erstmal und dann ja so kleine Bäckchen machen. Meine hat jetzt eine Brille. Das ist ein Waschbär. So, wenn ich das hab, dann Zähnchen? Warte. Dann maximal die Kreisschablone geben, bitte. Was ist denn eine Kreisschablone? Das ist eine Kreisschablone? Das ist eine Kreisschablone. Ach, Schieten, ja? Hallo, das ist ein Schieten, das ist ein Arbeitswerkzeug. So. Ja, aber nicht jeder hat ein Arbeitswerkzeug zu Hause. Ja, man kann auch einen Zirkel benutzen. Aber da ist halt immer schwierig, wenn man zu kleine Kreise macht, dass man dann gerne mal abrutscht. Und das wird dann so doof. Ich muss hier Kunst schaffen. So, meiner wird ein kleiner Superheld, deswegen kriegt er eine heroische Pose und hat seine kleinen, starken Ärmchen in sich reingewölbt. Das soll eine Heldenpose darstellen. Ich weiß auf jeden Fall, er hat kleine Handschüchen von der Fellmusterung. Also er stemmt die Hände so in die Hüfte oder was? Ja, zumindest soll es darstellen. Ich weiß, was du gern vergisst, das zeichne ich jetzt, aber ich sag dir nicht, was es ist. Ich weiß schon, was es Nein. ist. Nein!
geht es jetzt, also das, was jetzt um die Augen herum ist, was ich mit der Schablone gemacht habe, das ist quasi seine Gesichtsfärbung, Malung, Bemalung, wie auch immer. Die ist halt so ein bisschen mehr wie beim Waschbären quasi. Also als rund um die Augen ist es so rund. Und dann hat er so eine, ja, Art Verbindung zu den Ohren, die dann auch hier nach oben ein Stück weitergeht. So, hier ist dann so eine kleine Unterbrechung. Dann geht es hier oben noch ein Stück weiter. Und dazwischen sind dann, ja, so weiße Dreiecke. Kann man das quasi so sehen. Ist leicht rundlich und hier zwischen auch noch. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen schwer zu zeigen, aber. Ja, und dann natürlich noch seine Augenbrauen. Augenbrauen habe ich auch schon gemalt. Quasi fast fertig. Ich werde meinen ein bisschen aufpimpen, weil zurzeit läuft ja Batman und Superman im Kino. Und er hat ja kleine Batman-Hörnchen schon. Und deswegen kriegt er jetzt noch einen Superman-Schlipper und ein Cape von mir. Ich hoffe, Sexy das wird. Schlüpfer. Also im Ergebnis sollte man das sehen. Vielleicht, Superman hat ja immer noch so ein Symbol drauf. Und dann kriegt er vielleicht einen T. Genau, du erklärst das mal ganz fachlich, was du tust, während ich die Outlines setze. Ah, ja, was sind Outlines? Das sind, glaube ich, einfach nur Filzstift Na, die rübermalen. Außenlinien. Ja, einfach Filzstift Okay. rübermalen, ne? Ja, über deine Bleistiftskizzenlinien. Ich tue das. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie eine Linie verkacke, dann war's das, ne? Ja, du solltest halt vorher wissen, was du nur so skizziert hast und was du halt wirklich dann ausgemalt haben möchtest. Ja, wenn man die Grundform hat, dann ja, mache ich entweder die Ärmchen oder die Beinchen. Das ist halt unterschiedlich. Jetzt mache ich erstmal die Beine. Hat so kleine Stummelbeinchen. Bisschen wie Patrick Star. Sozusagen. Oh Gott, das sieht. Oh Gott. Als hätte er aufs Fressbrett gekriegt, ne? Wegen dieser Linie jetzt. Oder er hat nicht viel geschlafen. Aber er ist ja auch ein Superheld. Er kriegt da. Ne? Er hat viele Feinde. Genau, der Schwanz halt. Den ich auch ganz gerne mal vergesse. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Bilder von, wo der einfach mal fehlt oder Anja den danach nochmal. Nachträglich nochmal ran gebastelt habe. Er hat auch ein kleines Speckgesicht bei mir, aber er steht gut im Futter, möchte ich sagen. Es wird so ein bisschen peinlich, weil ich habe fast das Gefühl, dass ich vor dir fertig sein werde und dann alle so, oh, das sieht ja geil aus, das beste Bild, was ich je gesehen habe. Und dann kommst so du nach mir. Das wird traurig. Ich habe jetzt natürlich sein Gesicht outgelined, was ich vorgezeichnet habe, obwohl die Haare hier eigentlich. Ich habe es gesehen, wollte erst was sagen, dachte, nein, das machst du jetzt nicht. Warum? Du hast mein Bild zerstört. Du hättest es retten können. Ich sollte dir doch nicht helfen, also. Ja, Jetzt. das gehört dazu, weil das ist eine andere Version von Tuna, wo die Haare nachträglich Genau. gewachsen sind. Das ist wie so ein verrückter Professor, so ein Das sind so bisschen. angeklebte Koteletten oder sowas. Ja. Kleeblätten. Das soll übrigens hier so ein Band sein und der hat das hier ganz, ganz doll rumgeknotet, damit das auch hält. Das hat er selber gemacht, das Kostüm. Jetzt kommt der Tuna-Schlipper. Der ist ganz wichtig, da muss man vorsichtig sein. Weil es gibt nichts Schlimmeres als einen Schlipper, der nicht richtig sitzt. Da zwickt dann. Könnte auch eine Windel sein. Was natürlich ein bisschen doof ist, weil eigentlich soll der Speicherpunkt im Spiel ein Katzenklo werden. Aber wenn er eine Windel trägt, muss er nicht mehr aufs Katzenklo. Das heißt, man kann nicht speichern, das ist der Hardcore-Mode. Das ist das Beste, was ich je gezeichnet habe. Rahmst du das dann ein und hängst es an die Wand? Ich wollte das eigentlich dir einrahmen und an deine Wand hängen. Oh mein Gott. Das ist dann wie so ein Kühlschrankbild, was man irgendwie von seinem Kind kriegt, wo man sagt, ja, das ist toll, das hänge ich an Das hast du den ganz hübsch Kühlschrank, gemacht. an die Innenseite. So, das Cape wird jetzt auch finalisiert. Stört dich das? Oh mein Gott, ich habe das Blatt fast zerstört. Nein! Ja, sein Blatt sollte man schon gespannt halten. So kann ich das nie ins Museum geben. Mein Blatt war gespannt. Das war voll gespannt, was jetzt passiert. Oh, ich habe schon dreimal eben gemacht. Ah! So, Tuna ist lila, ne? Yep. Also hier sind auch noch welche. Nein, ich nehme die Farben, die. Anja, kümmere dich um dein Bild. Ich mache mein Hallo, ich Bild. helfe dir Ich doch mach. bloß. Nein, ich will keine Hilfe von dir. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Keine Hilfe will ich. Ach, vielleicht lege ich die auch für mich raus. Ich denke, du machst mit Copics. Ja, aber Schattierung mache ich ja trotzdem oft mit Buntstiften noch, um die zu vertiefen. Ist das so? Ja. Erklär mir das. Erzähl mir mehr.
Ja, einfach weil man die halt die Farbtiefe manchmal mit den Copics halt nicht hinbekommt, ohne dass es streifig wird oder. Sag mal, hat dein Tuna ein Sixpack? Ja, ich hab's auch gesagt, ein aufgemaltes Sixpack. Ja, was ich natürlich mache, nun bin ich mit dem Outline fertig. Ich werde erstmal alles in einer Farbe zeichnen von Tuna und danach natürlich Schatten setzen und Highlights und was man sonst so macht. Das ist jetzt meine Strategie erstmal. Und natürlich darauf achten, dass man nicht überzeichnet, so wie ich eben gerade oben. Du zeigst es, wie man es nicht machen sollte. Genau, also ich bin ein abschreckendes Beispiel. Aber das soll ich auch zeigen, egal wie gut oder potenzialbehaftet ihr seid, wir freuen uns, wenn ihr uns auch einen Tuna zeichnet. Genau. Fanarts sind immer gern gesehen. Genau. Früher habe ich als Kind immer das Ding seitlich gehalten und dann immer so voll ausgefüllt. Ich glaube, das geht heutzutage nicht mehr. Aber ich konnte so, als ich so 6 oder 7 war, konnte ich, glaube ich, besser zeichnen als jetzt. Ja, weil du es halt häufiger gemacht hast. Ja. Das ist halt eine Sache der Übung. Das ist das Problem, wenn man jemanden hat, der für einen zeichnet. Anja, ich glaube, ich muss dich kündigen. Oh mein Gott. Wohl habe ich mehr Freizeit. Yay. Das sieht aus, als hätte ich eine Narbe, weil ich hier ein bisschen doller aufgedrückt habe. Man sollte schon gleichmäßig in eine Richtung quasi ausführen. Aber es geht überhaupt nicht. Wenn ich im Paint bin, ne, oder in Photoshop, dann drücke ich einmal ausfüllen und dann hat alles eine Farbe. Warum kann der Buntstift das nicht? Ich hoffe wenigstens, dass das Video nicht ganz Grütze ist und das auf deiner Seite ein bisschen professioneller aussieht. Naja, ja. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich brauche eigentlich es gibt bestimmt so ein After Effects-Ding, dass ich das so glänzen lassen kann. Und dann blende ich noch ein Halleluja ein von dieser Worms-Bombe. Also ihr müsst halt, so wie ich, ganz arg darauf achten, dass ihr wirklich jetzt keine Lücken lasst. Ne? Ihr seht ja hier alles lückenlos. Und nicht überzeichnet, ist mir hier nämlich auch nicht passiert. Und natürlich alles gleichmäßig, ne? In einer Stärke, dass ihr nicht irgendwo eine dunklere Stelle habt oder so. Und ihr seht ja, alles gleichmäßig und dadurch keine dunkle Stelle. Es passt. Sieht also gut aus. Welche Farbe hat denn das S von Superman? Ist das rot? Rot-gelb. Nur rot. Sagen wir nur rot bei mir. Das S ist rot und das andere ist so gold-gelb farben. S ist rot. Soweit ich mich erinnern kann. Aber ich habe das nie verstanden, warum das irgendwie modisch sinnvoll ist, den Schlüpfer außen zu tragen. Das hat wohl niemand verstanden. So, die Augen, die. Da muss ich noch irgendwie was retten. Oh mein Gott, hat er jetzt auch so Augen bekommen? Ja. Von. Wie hieß der böse Alien bei Superman? Zorg oder so? Der war da. Zorg? Irgendwas mit Z. Irgendwas richtig verrückt Alienatisches. Die Illuminati. Genau, ich muss ja hier noch seine Nase schwarz ausmalen. Und den Rotstift hatte ich auch schon mal, damit kann ich seinen Mund befüllen. So, da hat er schon ein blaues Auge, er kommt ja auch frisch aus der Schlacht, deswegen muss hier an den Zähnen, weil er hat den Gegner natürlich gebissen, hier noch ein bisschen rot ran. An den Hörnern auch, es war wirklich ein böser Kampf. Er ist eigentlich ein lieber FSK 6-Kater, aber das war wirklich, war eine böse Folge. Die durfte auch nicht überall ausgestrahlt werden. Ich überlege jetzt gerade, der Rest ist ja alles weiß. Ich kann da natürlich, wenn etwas weiß ist, dann könnt ihr Schatten mit dem Bleistift setzen. Ich hoffe, das ist richtig, was ich sage. Ist wahrscheinlich falsch. Aber ja, egal. Ein Bleistift oder Graustift halt. So, dann setzen wir jetzt natürlich für die weißen Stellen die Shadows. Magst du mir mal den Radiergummi? Da hast du. Danke. Das Coole ist halt auch einfach, wie es mir gelungen ist, unendlich viele Emotionen in einem Bild zu vereinen. Wenn ihr jetzt mal schaut, hier, böser Tuna, lieber Tuna. Der kann einfach alles sein. Alles, was er will. Alles, was er wollt. Hier in Hamburg gibt es einen Laden, der hat so einen ähnlichen Spruch mit Watt und Volt. Watt und Volt? Ja, alles, was ihr wollt. Ach so, so wie Watt. Das ist ja. Elektroniker so, oder was? So ein Lampenladen oder sowas. Oder ein Lampenladen. So, das hier kann noch ein bisschen knalliger. Da drücken wir nochmal Dölle auf. Machen eine zweite Schicht drüber. Ja, im Gegensatz zu Nico arbeite ich mit Copics, also sprich Alkoholmarke. Ja, weil ich das halt einfach lieber mag.
Ja, ich trinke nicht. Weil es gleichmäßiger wird. Man muss auch immer ein bisschen darauf achten, ne, wo ist die Sonne positioniert und den Schatten so ein bisschen anzupassen. Ist sie jetzt hier oben oder hier? In meinem Fall ist der perfekt gut ausgeleuchtet. Da kommt die von, ja, es gibt zwei Sonnen. Ne? Und hier oben ist nochmal eine Deckenleuchte. Ne? Und wie ihr seht, ich habe ja mein Dreipunktlicht hier jetzt eingearbeitet. Deswegen ist natürlich hier Schatten. Nee, ist völlig falsch. Aber so eine Copix, ne, das ist auch ziemlich teuer, glaube ich, ne, wenn man damit viel zeichnet. Ja, also je nach Shop ist es unterschiedlich. Das teuerste ist so 5-6 Euro pro Stift und das günstigste so 3 Euro und ein bisschen. Wenn ich mir jetzt überlege, ne, wie viele Farben gibt es? 3? Es gibt schon Rot, so um die... Blau? Nein, also Gelb? Es gibt unterschiedliche Copics. Es gibt halt einmal die Originalen, die sind halt so eckig. Dann gibt es die Showy, die ich benutze, das sind die runden, die günstige Variante quasi. Und dann gibt es noch die Sketches. Lass dich mal nicht aufhalten hier. Das sind die sind so oval quasi. Und da ist ein bisschen mehr drin als in den Showies und die sind halt dann auch so 1-2 Euro teurer. Und die Sketches haben, glaube ich, auch einen weiteren Farbumfang. Also die haben so wie, keine Ahnung, wie viel Farben mehr, aber Copics haben irgendwas über so um die 150 oder so ungefähr. Ja, muss man sich dann halt so. Ja. Also man muss sich halt schon entscheiden, ne? Kaufe ich mir jetzt so einen Stifteblock oder einen Kleinwagen? Ja, es gibt ja auch günstige Varianten, die halt nicht von Copic direkt sind, sondern zum Beispiel wie hier die Touchmarker oder. Ist Copic denn der Name der Firma oder die Bezeichnung des Stiftes an sich? Na, schon der Firma. Okay. Also wie gesagt, die haben ja. Machen die auch Bleistifte? Nee, ja. Also zum Beispiel Multiline hier auch zum Outline sind auch von denen. Weil viele sprechen ja auch immer, hey, ich nutze Copics und so. Und wenn die nämlich alle Stifte machen, dann weiß man ja gar nicht, was die jetzt meinen. Meinst du jetzt einen Bleistift? Was Nein, die du? Machen, die haben sich schon spezialisiert auf Farbmarker und ja, alles, was man dafür braucht, um mit denen arbeiten zu können. Es gibt, die haben zwar auch so ein Deckweiß quasi, also so ein Opaque-Weiß heißt das. Aber das ist halt auch zur Ergänzung, um damit Highlights und so weiter zu setzen. Hai-Lichter? Genau. Sind alle Hai. Ich habe eher an den Fisch gedacht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich weiß gar nicht, ob das Austin Powers war oder so, da musste ich denken, wo die Haie dann die Laser auf dem Rücken haben. Seht ihr, langsam bekommt das doch. Ich würde ihn gerne noch so ein paar Brusthaare drauf machen. Alle im Dorf sind neidisch. Auf sein Schlippi. Eigentlich bin ich fertig, aber es fühlt sich noch nicht fertig an. Genau, Schlüpperschatten, das ist ganz wichtig. Ja, wo setzt man den eigentlich? Hier? Muss da... Ich mach den mal hier so. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Hab ich geübt. Hat er eigentlich Schnurrhaare? Nein. Warum hat Thun eigentlich keine Schnurrhaare? Also ich bin rein theoretisch fertig. Jetzt seht ihr das, könnt ihr es bei mir einmal begutachten, wie man das richtig macht. Und jetzt versucht Anja das natürlich bei mir nachzuzeichnen, um so ein bisschen an die Qualität ranzukommen. Exakt. Sieht man das? Ein Kunstwerk! Das seinesgleichen sucht. Also ich werde natürlich, da du jetzt ein bisschen länger brauchst als ich, pimpe ich mein Bild nochmal mit Dingen. Das ist auch ein kleiner Geheimtipp. Ihr müsst nicht immer bei Buntstiften einen dunkleren Stift nehmen. Ihr könnt nämlich einfach doll aufdrücken. Das ist, viele vergessen das, aber es ist so ein kleiner Profi-Tipp unter uns Profikünstlern. Ne? Ich zeige euch das hier oben nochmal. Hier, ganz normal. Ne? Wenn ich so einen Mädchendruck drauf habe. Und jetzt hier so einen Bartdruck, so einen Männerdruck. Und da seht ihr das. Das ist der Unterschied. Also ne, ich hab ja hier schon fast die Sixtinische Kapelle gezeichnet. Und du? Bist du fertig? Nee. Oh, buh. Dann mache ich noch was. SpongeBob-Fehler. Hallo. Jetzt spoil das doch nicht. Wusstest du nur nicht, dass du ihn zeichnest, Mensch? Weißt du was? Bruce Willis ist tot. Er ist nur ein Geist am Anfang des Films. Mhm. Jetzt fragen sich alle, oh, welcher Film? Ja.
Ich weiß es. Der siebte Sinn. Nee, sechste. The sixth. Den sechsten haben wir schon übersprungen. Der kann das. Ich finde auch, das ist ein Kackwort. Also für leicht Lispler wie für mich, The Sixth Sense. Ich glaube, ich habe gerade auch gespuckt, als ich das gesagt habe. The Sixth Sense. Spucken ist bitte zu unterlassen. Danke. Darth Vader's Lukes Vater. How to draw tuna und ich zeichne SpongeBob. Wenn du alle Farben mischst, was kommt dann raus? Schwarz. Also ich habe das mal versucht mit einem Mixer, ne? Alles so ziemlich von jeder Farbe irgendwie zusammen zu mixen. Bei mir kam aber braun raus. Es gibt auch verschiedene Farbsysteme. Ja, wenn du das Physikding nimmst, dann ist es weiß. Ja. Aber in der Praxis ist es immer braun. Das ist ja eigentlich auch... Nee, ich sag das... Nee, den Gedanken bringe ich nicht zu Ende. Sprich dich aus. Nee, es ist ja egal. Du könntest zum Beispiel Smarties essen. Ne? So Regenbogen-Smarties. Sind alle bunt. Sind blau, gelb, rot. Du hast alle Farben. Aber dein Körper mischt die ja zusammen. Und am Ende sind die auch immer braun. Ich mische einfach mal gar nichts zu tun, sondern mit... Sondern das sind Bakterien und Darm, die das, die Farbe verursachen. Bakterien und Darm. Stimmt. Der Bakteriendarm. Die Bakterien und Damen. Und Damen. Ein Darmfahrrad. Die kann auch in einem Satz erwähnen. Das passt schon. Hier lernen Sie was. Impossible Games. So, ich glaube, ich bin jetzt und so. Impossible. Impossible. Das ist Bill, der immer im Porsche sitzt. Der Impossible Bill. Ey, du bist so ein Porsche, Bill. Es muss aufhören. Es muss aufhören. Der ist auch ein bisschen müde, weil das hier alles so lange dauert. Deswegen hat er Blut im Auge. Ja. Nein, das sind Blitze. Er hat Blitze im Auge. Und auch er hatte eine harte Schlacht hinter sich. Bist du fertig? Ja. Gegenüberstellung! So, wir haben jetzt hier einmal einen Superman-Tuna und wir haben einen Superman-Tuna. So, wir sehen jetzt erstmal das Bild Top Nummer 1. Unser werter Kameradude hält das ins Bild. Zack, ich muss Kontrast anheben. Ne? Also Leute, dann stimmt in den Kommentaren ab, welches Bild euch besser gefällt. Ja, welches Bild hat euch denn besser gefallen? Also ich sag meins, eine Stimme für mich. Anja? Ja, ich natürlich für mich. Andi? Das Bild von der Kamera. Okay, das heißt, es steht 1:1:1 und jetzt seid ihr gefragt. Und falls euch irgendwie was anderes so einfällt für eine Challenge, wir haben ja zum Beispiel die Idee gehabt, dass wir eine Blind-Challenge machen, also wir beide zeichnen Tuna einfach blind. Genau. Und gucken, was da am Ende rauskommt und egal wie die Vorskizze dann aussieht, müssen wir es danach kolorieren. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, wie du uns willst. Ja, und danach kolorieren. Jetzt bin ich voll raus. Ja, Video vorbei, ne? Liken kann man mit dir. Nein. Schaut bei Tuna vorbei. Alle Links unten sind drin. Das ist unser Spiel mit Super Tuna. Suna. Nochmal Super Tuna. Tuna. Achso, wir hatten noch eine andere Idee. Und zwar ein quasi eine Chat. Du hast 2 Minuten.
Du hast 2 Minuten. Eine Challenge. Und zwar sollt ihr uns Begriffe in die Kommentarsektion schreiben. Wie zum Beispiel Wald, Socke, Schlüpper, keine Ahnung. Irgendwas, irgendwelche tollen Begriffe, die man zeichnen kann. Und wir suchen uns blind jeweils drei Begriffe aus und mal dazu ein Tunerbild. Dieses Tunerbild wird unter allen verlost, die einen Begriff und halt uns gegeben haben, also in die Kommentare geschrieben haben. Genau. Also zieht eure Waldsocken an und geht draußen spielen. Tschüss. Tschüss. Wacke, 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 wacke. Okay, gut. Das ging ja fix.